heute geht's um Schleimpilze. Jawohl, Schleimpilze wie die gelbe Lohblüte. Nun, ich habe hier jetzt in dem Video ein paar zusammengestellt und zeige die euch jetzt hier immer wieder und erkläre euch jetzt mal etwas über das Reich der Myxomyceten, der Schleimpilze. Irgendwas zwischen Tier und Pilz kriecht durch unsere Wälder und auch manchmal durchs Fernsehen als Blob. Nun, Grund genug, sich das mal anzuschauen. Also die Schleimpilze, die werden immer noch Schleimpilze genannt, aber eigentlich gehören sie ja zusammengefasst zu den Myxomyceten. Nun, das sind faszinierende Lebewesen. Es sind weder Tiere, noch sind es Pflanzen, noch sind es eigentlich Pilze. Es sind so irgendwo dazwischen in dieser Welt zugeordnete Wesen. Und deswegen wurden sie früher den Pilzen zugeordnet, aber eben da eines ihrer Entwicklungsstadien Sporen bildet und beinhaltet, heute werden sie als Einzeller betrachtet und mit einer ganz besonderen Lebensweise und Lebenszyklus, und auf den gehen wir jetzt mal ein. Die Burschen können sich fortbewegen und das ist interessant. Also, es sind rumlaufende Pilze, weniger laufend, eher kriechend. Nun, es gibt über 1000 Schleimpilzarten, ich zeige hier so einige im Video und auch in den Videos immer mal wieder welche mit Namen. Aber heute soll es mehr gehen um die Wesen, um die besonderen Eigenschaften dieser wunderbaren Wesen und weniger um die Art als solches. Schleimpilze haben extrem unterschiedliche Entwicklungsstadien und demzufolge haben hier unterschiedliche Formen, Farben und manchmal könnte man denken, es sind Wesen von einem anderen Stern. Und im Prinzip kann man sich, wenn man die mal ein bisschen näher anschaut, wie die Lohblüte, das wie eine riesige Amöbe vorstellen. Der Vergleich hinkt. Warum, erkläre ich jetzt. Nun, der Lebenszyklus ist faszinierend, aber auch kompliziert und beginnt in der Regel immer damit, dass sich eben hier schleimige Riesenzellen entwickeln, und zwar auf einmalige Art. Und die werden Plasmodien genannt. Jetzt erstmal zum Plasmodium. Riesenzellen können eben hier Millionen von Zellkernen haben und das ist praktisch das Stadium der Nahrungsaufnahme. Die kriechen also damit herum und das kann man hier ganz gut sehen und die haben ein schleimiges Erscheinungsbild, leuchtende Farben und sehen irgendwie so netzartig aus, netzartige Klumpen. Die Fortbewegung dieser Riesenzellen oder eben auch der einzelnen Zellen, das kann auch sein, die sind immer so, ja, mit so Ausläufern versehen. Und die bewegen sich durch Geißeln fort oder eben auch durch Plasmaströmung. Das heißt, sie kontrahieren auf den einen Ecken und drücken sich sozusagen, so ähnlich wie wenn man auf einen Luftballon drückt, vorwärts. Und je nach Feuchtigkeitsangebot oder eben Nahrungsform wechselt auch die Fortbewegungsart durchaus ihr Wesen, nicht? Also sie können langsam, aber auch sehr schnell sein. Ja, sie haben pulsierende Strömungsbewegungen im Inneren und das, wenn man sieht, ja, da muss man wirklich ganz groß vergrößern oder im Mikroskop schauen und mit denen bewirken sie Ortsveränderungen. Sie bleiben aber nicht etwa irgendwo liegen, sondern sie ziehen in ihren Plasmodien, ihren Ausläufern, ihre Riesenzellen, ihre Zellkerne, ihren Plasma nach und hinterlassen so eine leicht schleimig aussehende Spur. Interessanterweise sind in diesen Schleimspuren Inhaltsstoffe und der Pilz erkennt die, er kreuzt nie seine Spur. Und das ist auch was Logisches, denn da, wo er war, da gibt es auch keine Nahrung mehr und so verhindert er, dass er sich im Kreis bewegt und immer sozusagen auf neue Nahrung trifft. Die Geschwindigkeit, ja, so ein Pilz kriecht so mit 1 cm pro Stunde so etwa, das hängt auch von Feuchtigkeit und Nahrung ab und das ist doch schon eine ganze Menge, wenn man das mal ein bisschen bei Tage betrachtet. Ja, dann gibt es noch die Fruktifikation, also der Part, wenn er sich vermehrt. Und da hat man praktisch einen neuen Lebenszyklus. Also wenn so eine Riesenzelle jetzt aufhört zu fressen, bilden sie sich eben dann diese anderen Zellen nicht, die dann eben die Sporen bilden. Und dann begibt sie sich auf eine entsprechende Stelle, meist hochgelegen, also sie kriechen dann auf Baumstümpfe, leuchten dann, sind gut zu sehen, um eben dann, wenn die Sporen gebildet werden, ich erkläre das gleich, auch wunderbar, sich dem Wind auszusetzen. Nun, sie haben kleine, unzählige Fruchtkörper, man kann das hier immer wieder ganz gut sehen. Ich habe die mal ganz voraus vergrößert, so gut das im Wald eben mal geht. Und wir reden hier über, ja, Fruchtkörper, die sind mit bloßem Auge so nicht zu sehen. Und die Sporen hier, die reifen in diesen Kügelchen heran
Und es gibt halt hier eine gewaltige Form- und Farbenvielfalt in den mehr als 1000 Schleimpilzarten. Aber heute mal so ein bisschen die Lobblüte und die nehmen wir jetzt mal ran und gucken einfach mal als Beispiel, wie die Lobblüte das so macht. Ja, die Fruchtkörper haften fest am Untergrund, nicht? Also die kann man nicht einfach da abheben. Und die Sporenverbreitung erfolgt durch Wind, Wasser, Regen, Tiere, nicht? Die Lobblüte ist selber nicht giftig, man könnte die essen. Schleimpilzarten können aber auch nur in diesem Stadium, wenn sie fruktifizieren, bestimmt werden, nicht? Das ist, denke ich, auch ganz interessant zu wissen. Ja, Lebensweise. Was machen die so? Die kriechen auf Holz, Holzwerkstoffen herum und fressen dort eben Bakterien und Algen ab und phagozytieren sie. Das heißt, sie umfließen sie, nehmen sie dann praktisch auf wie eine Amöbe und verdauen sie dann praktisch mit Nahrungsvakuolen in dieser Zelle. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass sie natürlich jetzt keine wirklichen Zerstörungen anrichten. Sie fressen die Oberflächen sozusagen leer. Ja, für die Sporenkeimung hier ist eine gewisse Holzfeuchte eben erforderlich. Und deswegen sind die Schleimpilze häufig eben auch zu finden, da wo es nass ist und eben hier, wo andere Pilze oder Schimmelpilze auftreten. Ja, die Besonderheit ist hier natürlich der Übergang vom Plasmodium zum Fruchtkörper. Ich habe schon gesagt, das kann innerhalb von Stunden, aber auch von wenigen Tagen erfolgen. Und dann kriecht die Zelle eben, also im Prinzip eine große Zelle, auf einen Baumstumpf, bildet dann diesen Fruchtkörper, der dann auch so ein bisschen antrocknet. Man sieht das hier, wo ich den so vergrößert habe. Und dann eben hier sich differenziert. Einige Zellen bilden dann sozusagen den Stiel, andere den Fruchtkörper. Nicht? Es gibt zwei prinzipielle Strategien, den Sporokarp und den Sorokarp. Der eine gerade beschrieben und der andere ist eben im Prinzip, wo einzellige Wesen aufeinandertreffen, ein temporär, eben zeitbegrenztes, mehrzelliges Lebewesen bilden, mit Stielchen, die dann oben die Sporen haben, die dann sich differenzieren und dann eben den Sorokarp bilden oder eben wie hier oft gesehen bei den Lobblüten oder hier dem Fischeierschleimpilz oder eben auch den Blutmilchpilzen, dann eben diese Riesenzellen. Ja, die Sporen, die sind dann natürlich wieder die nächsten, die der Verbreitung dienen, die werden verbreitet und die erinnern im Prinzip dann am Anfang sozusagen an kleine Amöben, die immer größer werden, immer weiter wachsen. Und wie gesagt, zwei prinzipielle Lebensarten, je nach Schleimpilzart. Nicht? Wir haben es dann entweder mit einem großen, riesenzelligen Organismus zu tun, wie so eine Art riesige Amöbe, die herumkriecht, teilweise tausende Zellkerne enthält und eben faktisch, wenn man so will, eine riesige Zelle ist, an der auch Teile immer mal abgeschnürt werden und eben wieder weiter wächst. Oder eben, es gibt die andere Möglichkeit, insbesondere beim Modellorganismus, gerne auch in der Genetik verwendet, Dictyostelium, wo die als einzelne Zellen und Amöben leben, sich dann aber treffen durch chemotaktische Reize und eben einen temporär mehrzelligen Organismus bilden, der sich vermehrt und dann wieder in alle Einzelteile und einzelne Zellen sozusagen zerfällt. Und das ist wirklich eine der faszinierenden Eigenschaften dieses mysteriösen Wesens. Weder Pilz noch Tier, könnte man sagen. Ja, ihr Stammbaum reicht etwa 700 Millionen Jahre zurück. Also das sind in der Regel wirklich sehr ursprüngliche Lebenswesen. Und es gibt so einiges auch an Geschichten über die Lobblüten, nicht? Also die buttergelb gefärbten Wesen. Und die können plötzlich ihre Wachstumsrichtung oder auch ihre Wanderrichtung ändern. Und das war den Leuten immer irgendwie unheimlich. Und dann noch im Wald, nicht? Und dann heißt es natürlich der Ort der Hexen und Zauberer. Und bums hat man natürlich den Namen Hexenbutter. Und der Name gelbe Lobblüte, der kommt daher, da sie eben hier auf der Gerberlohe, also auf der Eichenrinde, häufig zu finden und anzutreffen war. Und dann hat man ihn gelbe Lotblüte genannt. Es gibt viele, viele andere Namen wie Scrambled Egg Slime in England oder schleimiges Rührei, nicht? Dock Vomit, Hundekotze oder eben auch Flower of Tannengerberblüte, Flower of Sulfur, Schwefelblüte, Cacca de Luna, die Mondkacke und so weiter und so fort. Er gilt in Europa als ungenießbar und wertlos, ist aber nicht überall so angesehen. In Mittelamerika, spezifisch also in Mexiko und Veracruz, da werden eben die Plasmodien gegrillter Lobblüte gebraten wie Rührei und ich habe schon genannt, Cacca de Luna genannt, Mondkacke und gelten dort als Spezialität. Schleimpilze sind in der Regel nicht giftig, aber naja, man muss es eben mögen. Interessant an Schleimpilzen ist, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, sie können sozusagen ihre Richtung bestimmen. Das heißt, sie riechen ihre Nahrung nicht, sie nehmen sie auf und wachsen in die Richtung. Sie sind sogar in der Auflage oder in der Lage, ja, Entfernung zu ihrer Nahrung auf dem kleinstmöglichsten Weg
vorzubelegen und zu sozusagen zu finden. In Japan gab es da zum Blob alle möglichen Experimente mit Haferflocken. Wenn euch sowas interessiert, googelt das mal. Sehr interessant. Nicht? Also man hat sogar Städtedesigns und das japanische Eisenbahnnetz aufgrund ja, dieses Blob-Struktur designt. Nicht? Also man hat praktisch an die Großstädte Haferflocken gelegt, das Ganze mit Schleimpilzen in der Mitte versehen und er bildet auf den kürzesten Weg zu diesen Haferflocken, also anstelle der Großstädte, ein Plasmodiensystem. Und danach wurde, mit den Bergen hat man natürlich mit berücksichtigt und die Hindernisse eingebaut, das japanische Eisenbahnnetz designt, das wohl am effizientesten funktioniert und am kürzesten in den Verbindungen ist. Na, der Blob. Hättet ihr das gedacht? Das sind Schleimpilze. Schlauer, wie man denkt. Ja, es ist wirklich interessant. Also die Größe, die sind unterschiedlich. Nicht in der Regel kamen wir sowas wie 1 Zentimeter hoch. Kissen, polsterförmig gewesen. Und die können aber auch mal 10, 15, 20 Zentimeter im Durchmesser werden. Sind natürlich spröde, zerbrechlich, nackt. Bewegen sich wie Amöben, also Amöboid fort. Wie gesagt, als Einzelzellen oder als Plasmamasse, als Plasmodium. Und das können am Ende bei so einer großen Lobblüte bis zu 1 Milliarde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Zellkerne sein, die sich hin und her bewegen können, sich synchron verdoppelnd und das beeinflusst eben hier das Verhalten. Temperatur, Witterungs- und pH-Wertänderung gegen Gifte und Bakterien können sich solche Pilze erfolgreich zur Wehr setzen und sie umschiffen. Also wirklich eine interessante Geschichte. Ja, ich habe schon gesagt, so ein Plasmodium hat weder einen Mund, einen Darm, noch Gliedmaßen, noch sonst was. Es hat eben winzige und veränderliche Zellfortsätze, sogenannte Scheinfüßchen. Und die werden nach Bedarf ausgestülpt, nicht einfach aus dieser Zelle heraus, wieder eingezogen und eben mit einem pulsierenden Rhythmus durch das Zusammenziehen dieses Zytokin, dieses Zellgerüstes, eben dann können die sich fortbewegen. Und die fressen eben Bakterien, winzige Organismen, nehmen sie in ihren Körper auf und hinterlassen so eine weißig glänzende Kriechspur mit verdauten Speisereste und die fördern sogar das gesunde Pflanzenwachstum. Ja, der Schleimpilz, ich habe schon gesagt und das muss ich euch jetzt mal erklären, kennt einen Weg. Der weiß, was er tut und der kriecht da nicht etwa irgendwie im Wald herum? Nein. So ein Schleimpilz ist ein interessantes Wesen. Und ich habe schon gesagt, es gab da von den Wissenschaftlern der Biomimetic Control Research Center, nicht in Nagoya, einen entsprechenden wunderbaren Versuch. Der Schleimpilz hat also den kürzesten Weg aus einem Labyrinth gefunden, indem er ihm praktisch einen Nahrungsanreiz gegeben hat am Ausgang des Labyrinths. Und der hat wirklich am schnellsten den Weg gefunden, der herausführt, also ist nicht etwa in irgendeine Ecke gekrochen, sondern hat sich da effizient durchbewegt. Ja, nach einer Weile war dann eben dieser Weg auch durch diese Schleimpilzspuren richtig deutlich zu sehen. Und dann hat man eben hier Haferflocken verwendet. Also Schleimpilze kann man anlocken mit Nahrung, wenn man das will, muss man natürlich nicht unbedingt machen. So, da kommt sogar der Pilz zum Pilzsammler, wer das essen will. Aber ich habe schon gesagt, das ist eine eigene Klasse, es ist kein Pilz. Ja, aber an der Stelle muss man eben wirklich sagen, es ist interessant, wenn man sich das Ganze anschaut, das hat eben eine gewisse primitive Intelligenz, dieses Zellmaterial. Und das wurde eben auch im Nature-Magazin entsprechend so beschrieben im Jahr 2000. Also dieses Schleimpilzmodell ist im Bereich der Evolution, außerdem in der Geschichte der Medizin wichtig. Ich habe schon Dictyosterium genannt, nicht einer der Familie der Schleimpilze, wo man eben im Prinzip forscht, wie das sein kann, dass sich eben temporäre, mehrzellige Organismen bilden, die sich aus einzelnen Zellen formen, dann wieder zerfallen und im Wald ihrer ja, Amöben-Lebensform nachgehen, bis sie sich dann wieder zusammenfinden aufgrund von biochemischen Ähnlichkeiten. Ja, und da guckt man natürlich auch in Richtung ja, der menschlichen der Arzneimittelforschung, inwiefern man daraus Erkenntnisse ziehen kann, die uns hier im Zellzyklus helfen, Thema Krebs, Thema verschiedene andere tödliche Erberkrankungen, wo man eben schauen kann, inwiefern man da etwas lernen kann und eben hier möglicherweise verstehen kann, wie einzelne Zellen sich differenzieren, zusammenarbeiten, Gewebe bilden und so weiter. Nicht? Und da hat der Schleimpilz hier natürlich ein einfaches Modell und das untersucht man entsprechend immer weiter. Ein wunderschöner, richtig gelber Farbtupfer und eben, wie gesagt, ganz viele verschiedene Schleimpilze, die es im Wald gibt. Ich finde den Fischeierschleimpilz beeindruckend. Der ist orange, da fällt er einmal auf.
Und man könnte fast denken, liegt Kaviar am Wald, wenn man mal ein bisschen näher drauf schaut. Blutmilchpilze mit ihren kugeligen Erscheinungsformen hier immer wieder gesehen und gezeigt. Nicht auch wunderschön, die dann eben so einen richtigen roten Saft, wenn die gereift sind, absondern. Und eigentlich trocknen die normalerweise ein, setzen die Sporen frei und der Wind würde die verbreiten, nicht? Und was da eigentlich dann so rot aussieht, ist natürlich einfach der Schleimpilz selber. Und das ist doch wahrscheinlich eins der faszinierendsten pilzartigen Lebewesen in unserem Wald. Wenn es jetzt im Frühjahr noch so richtig feucht ist, im Mai haben die da so richtig ihre Blüte, die Lohblüten. Und das ist doch mal eine wirklich faszinierende Geschichte. Mich interessieren solche Sachen, interessieren die euch auch? Lasst es uns doch mal wissen. Ich finde, man muss auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Es gibt da draußen nicht nur Großpilze, nein. Es gibt die vielen tausend kleinen Pilze, die wirklich interessant sind, die interessante Sachen, interessante Inhaltsstoffe oder hier interessante Lebensweisen birgen, wo man vielleicht gar nicht geglaubt hätte, was das eigentlich für ein Wesen ist, nämlich ein intelligentes Wesen zwischen Pilz und Tier, was im Wald herumkriecht und das noch zielgerichtet mit dem kürzesten Weg zu seiner Nahrung. Ein fantastischer Pilz. Und wenn euch solche Sachen auch mal gefallen, lasst uns doch mal einen Daumen hoch da. Gerne einen Kommentar. Mich interessiert auch, wie ihr über sowas denkt, was euch interessiert. Denn es ist so viel mehr da draußen wie nur Hut und Stiel. Und ich finde das total faszinierend. Unglaubliche Pilze, wir erleben Pilze. Lasst uns doch ein Abo da, ein Daumen hoch, ist gut für unser Seelenheil. Und wenn euch solche Sachen gefallen, teilt doch das Video, so könnt ihr euch oder uns natürlich auch unterstützen. Und das ist doch eine nette Sache als Pilz-Community. Und Thema Community, ich habe das noch ein bisschen näher beschrieben, wie genau sowas funktioniert, aber ich glaube, das sprengt jetzt hier so den Rahmen. Und wenn euch das interessiert, lest doch mal in den Community-Beiträgen nach, schickt mir eure Fragen, ich versuche sie zu beantworten oder eben auch einfach ein bisschen scrollen und alles über Pilze, deren Fakten lesen. Es gibt da draußen eine Menge mehr und da kann man jeden Tag so sein täglich kleines Pilzchen lernen und mit der Zeit wird man dann selber ein Experte. Also, bis bald im Wald und Augen auf auch mal für diese wunderschönen und seltenen Wesen.